Die besonderen Anforderungen aus dieser Zeit haben natürlich eine hohe Nachfrage nach genau diesen Lösungen erzeugt. Ein wirklich prominentes Beispiel ist unsere Videosprechstundenlösung, ClickDoc Videosprechstunde, die einfach geholfen hat, bei Ärzten, bei Zahnärzten, bei Hebammen in Krankenhäusern, in Reha-Kliniken, in sozialen Einrichtungen. Das war ein Beispiel für wirklich eine sehr hohe Nachfrage, ganz getrieben und ganz natürlich getrieben durch die Pandemie. Jetzt ist es wichtig, bei der Telematikinfrastruktur den nächsten Schritt zu gehen, denn jetzt kommen dort die medizinischen Anwendungen und da sollte die Praxis auf jeden Fall jetzt einsteigen und solche wichtigen Dinge wie Notfalldatensätze, elektronischer Medikationsplan und KIM, Kommunikation im Medizinwesen, einfach schnell umsetzen, unterstützen, denn damit kann man Patienten sehr Gutes tun und mit den anderen Kollegen einfach besser und schneller kommunizieren. Drei Dinge. Erstens, innovationsfreudige, wettbewerbsorientierte Umgebungen schaffen. Zweitens, das Thema Rechtssicherheit, insbesondere bei so neuen Themen wie den elektronischen Patientenakten. Und drittens, wie immer, Vergütung regeln. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt.